Jetzt hat das Kärntner Görtschitztal noch heftig mit den Nachwehen des HCB-Skandals zu kämpfen. Und schon liegt der nächste Brocken auf dem steinigen Weg zur Normalität. Und das wörtlich. Auf einem Acker in der Gemeinde Eberstein wurden Asbestklumpen gefunden. Die Umweltorganisation Global 2000 hat Hinweise von einem Anrainer erhalten. Die Untersuchungen laufen. Weiße und graue Klumpen auf einem Acker in Eberstein im Görtschitztal. Einem Anrainer kommt das verdächtig vor. Er vermutet Asbest und schaltet die Umweltorganisation Global 2000 ein. Die vermutet aber zuerst Kalk. Und bereits der erste Augenschein hat eben gezeigt, dass es sich um was Ähnliches wie fasriger Asbest, hochkonzentrierter Asbest, also nicht wie eine Eternitplatte, handelt. Woher das Asbest kommt, ist unklar, es gibt nur Vermutungen. Es könnte sich etwa um eine Altlast handeln, die jetzt durchs Pflügen des Ackers zum Vorschein gekommen ist. Dass in den 80er Jahren angeblich an mehreren Orten Asbest entsorgt wurde, indem man ihn vergraben hat. Dieses Gerücht kann ich in dieser Kürze natürlich nicht überprüfen, aber es hat für mich gereicht, sozusagen, um diese weiteren Schritte zu veranlassen. Und prompt war das Analysenergebnis positiv. Damals wusste man allerdings noch nichts von der Gefährlichkeit von Asbest. Laut dem Sachverständigen war Vergraben bis zum Verbot 1990 erlaubt. Bis dahin wurde der krebserregende Stoff auch in der durch den HCB-Skandal in die Schlagzeilen geratene Wietersdorfer Zementfabrik im Görtschitztal verarbeitet. Asbest wurde wegen seiner vielen praktischen Eigenschaften in so großen Mengen wie kaum ein anderer Werkstoff verwendet. Wie gefährlich das jetzt gefundene Asbest ist, ist noch unklar. Dass man dort zum Beispiel einen Schurf oder was macht auf dem Feld, um eben festzustellen, ist die Kontamination dort oberflächlich, relativ jung abgelagert, oder gibt es einfach also dort ein Depot, das man einfach mit einem Schurf dann sichtbar macht, und dann sieht man ja sofort, ob das also wenige Fundstellen sind oder ob das also wirklich ein massives Depot ist. Aber könnte das von seiner Konsistenz her ein Produktionsrückstand sein? Ja, es könnte natürlich sein. Also auszuschließen wäre das natürlich nicht. Aber was könnte es noch sein? Könnte es auch ein Haus sein, das irgendjemand abgetragen hat und den Bauschutt dorthin befördert hat? Wenn er Asbest als Baumaterial eingesetzt hat, ist das natürlich nicht auszuschließen. In gewissen Gegenden kommt so etwas vor. Üblich war es aber nicht, dass man Häuser mit Asbest gebaut hat. Nach Bekanntwerden des Asbestfundes rücken auch Sachverständige der Kärntner Landesregierung aus, um am Acker Untersuchungen vorzunehmen. Nach 2 Stunden ist klar, es handelt sich um Asbest. Laut dem Sachverständigen des Landes handelt es sich höchstwahrscheinlich um Bauschutt und sei damit ungefährlich, da es nicht über die Luft aufgenommen werden kann. Auch für das Grundwasser oder die Pflanzen bestehe keine erhöhte Gefahr, so das Land Kärnten. Es gebe nun aber weitere Untersuchungen. Ein Jahr ist es her, dass der HCB-Skandal im Görtschitztal bekannt geworden ist. Für die Bevölkerung ist seither nichts mehr wie früher. Die politischen Vertreter der Dreierkoalition haben heute eine Zwischenbilanz gezogen. Man will dem Görtschitztal wieder eine Zukunft geben, sagen sie. Ein wichtiger Schritt dahin ist die Sanierung der giftigen Blaukalkdeponie in Brückel. Europaweit werden jetzt dafür Abnehmer gesucht. Die K20, die Blaukalkdeponie der Donaukemie, soll geräumt werden. Das ist nun fix. Der mit HCB belastete Stoff wird bei 800 Grad rückstandsfrei in einem Wirbelschichtofen verbrannt. Die Verbrennung des Blaukalkes hier am Standort Brückel hat die Geschäftsführung der Donaukemie ausgeschlossen. Eine Räumung wird nun 50 bis 70 Millionen Euro kosten. In den nächsten Tagen beginnt die europaweite Ausschreibung. Darauf haben sich Umweltreferent Rolf Holub und Umweltminister André Ruprechter geeinigt. Die Räumung ist sicherlich die beste Lösung für uns, und da werden wir dahinter sein. Ich habe Kontakte in ganz Europa und werde durchs Land fahren, damit wir hier eine gemeinsame Lösung finden. Das haben wir den Menschen im Görtschitztal, das schulden wir den Menschen im Görtschitztal, dass die so schnell wie möglich geräumt wird. Dann wird auch das Problem weg sein, und dann wird es auch Biobauern geben, die 0,0 Grenzwerte erreichen können. Leicht wird es nicht, einen Abnehmer zu finden. Das negative Image von HCB und mögliche Bürgerproteste hätten Abnehmer bereits verunsichert. Holub wird nun selbst Werke in Europa besuchen, die in Frage kommen. Der Bevölkerung im Görtschitztal hat man versprochen, dass das HCB weggebracht wird. Eine Verbrennung vor Ort wird von den Menschen strikt abgelehnt. Für uns wichtig, dass die Politik eben Bekenntnis zeigt und sagt, im Tal ist das der Bevölkerung nicht zumutbar. Und wenn Holub eben hergeht und das als großes Versprechen eben hinausgibt, dann hoffen wir, dass das auch hält.
Das Vertrauen in die Politik muss erst wieder aufgebaut werden. Und genau darum war die Regierung heute bemüht. Agrarreferent Christian Benger schwebt ein Görtschitz-Tal-Fonds vor, der unter Mitsprache der Gemeinden Hilfestellungen in der Region bieten soll. Für Landeshauptmann Peter Kaiser ist das Wichtigste die Gesundheit der Menschen. Und er verspricht, dass wir alles tun werden, um diese Gesundheit wiederherzustellen und dafür Sorge zu tragen, dass es zu keiner weiteren Belastung nach Menschenmöglichkeit kommt. Doch bevor die Görtschitztaler befreit in die Zukunft blicken können, werden sie auch heute von den Altlasten eingeholt. Erst dieser Tage ist wieder eine ans Licht gekommen. Eine Mulde bei Eberstein ist vor etwa 30 Jahren mit Bauschutt aufgefüllt worden. Darunter ist auch krebserregendes Asbest. Schönen guten Morgen, herzlich willkommen bei unserer heutigen Pressekonferenz. Das Thema heute ist HCB. Vor rund einem Jahr wurde der Skandal rund um HCB in Görtschitztal bekannt. Wir sind heute da, um darüber zu sprechen, was sich im letzten Jahr getan hat und vor allem, was quasi noch zu tun ist und wo die Probleme liegen, die noch offen sind. Ich darf Ihnen ein kurzes Podium vorstellen. Professor Karl Lorber, Professor für Entsorgungs- und Deponietechnik an der Montanuni Leoben, mittlerweile emeritiert. Und Herwig Schuster, Chemiker bei Greenpeace. Ich gebe jetzt gleich das Wort weiter an Herwig Schuster. Fragen nachher natürlich jederzeit. Ja, grüß Gott, guten Morgen. Ja, ich muss sagen, ich bin jetzt seit ungefähr 20 Jahren bei Greenpeace in Österreich und Osteuropa. Und dieser HCB-Fall in Kärnten hat uns schon sozusagen Dinge gezeigt, Dinge gelernt, die wir so vorher in den 20 Jahren sozusagen nicht erlebt haben, weder in Österreich noch in Osteuropa. Da kann man natürlich viele Dinge immer vergleichen. Eines ist für uns völlig neu, nämlich dass nach einem Jahr die Lösung noch immer nicht klar ist. Bei allen anderen Fällen, sei es jetzt eine Rotschlammkatastrophe, die wir in Ungarn gesehen haben, eine Zyanidkatastrophe in Rumänien, nach ein paar Monaten war klar, wie die Lösung ausschaut, wie es weitergeht. In Kärnten ist das nach einem Jahr noch immer nicht, beziehungsweise in einem Punkt noch immer nicht der Fall. Es ist sozusagen, und ich möchte heute auch bewusst sozusagen Bilanz ziehen, eher sozusagen darauf hinweisen, sondern die positiven Dinge, die passiert sind, weil es ist in den letzten Monaten sehr viel Positives passiert. Einiges wissen Sie ja seit der Pressekonferenz vom Land Kärnten, die ja ganz zufällig gestern war. Einiges, glaube ich, ist für die Medien noch neu und das möchte ich Ihnen jetzt eingangs einmal zusammenfassen, um auch zu zeigen, was hinter den Kulissen in den letzten Monaten passiert ist. Unsere Hauptsorge ist nach wie vor die Deponie in Brückel. Es war gut, dass jetzt hier sozusagen einmal klar ist, dass die Ausschreibung erfolgen wird. Leider muss ich sagen, dass ich den Optimismus von Landesrat Hollob, der gestern motiviert war, überhaupt nicht teilen kann. Also da haben wir massive Bedenken, aber ich möchte auf die bewusst ein bisschen später zurückkommen. Ja, jetzt zu dem, was aus unserer Sicht passiert ist. Viele Menschen haben uns in den letzten Tagen und Wochen gefragt, ob wir uns aus dem Görtschitztal zurückgezogen haben, weil wir jetzt also in den letzten Monaten eben nicht mehr so oft in Kärnten waren. Ja und nein ist die Antwort. Unsere Hauptaufgabe, die wir gesehen haben in den letzten Monaten, war es, vor allem hier in Wien das Bundespolitische anzuschieben. Wir haben ja sehr viele Lehren sozusagen gezogen, wo es jetzt in Wien mit dem Gesundheitsministerium, mit der AGES, mit dem Umweltbundesamt einfach sehr, sehr viele Diskussionen gegeben hat, sozusagen, wie es weitergeht. Und da ist zu einigen Themen, die für uns wirklich wichtig sind, wirklich sehr viel weitergegangen. Also da geht es um Themen wie Risikobewertungen, wo wir gesehen haben im Görtschitztal, die ersten Risikobewertungen waren ja überhaupt nicht zutreffend. Da gibt es mittlerweile ein Verständnis, wie man Risikobewertungen macht und wie man die zu kommunizieren hat für zukünftige Umweltskandale. Dann gibt es ein klares Verständnis, dass die Grenzwerte bei HCB geändert werden müssen. Liegt jetzt ein bisschen in Brüssel bei der EU-Kommission. Österreich kann dann noch nicht allein was machen, aber es ist ganz klar, dass da was passieren wird. Ganz klar ist auch, dass es in Zukunft so etwas wie Aktionswerte geben wird. Aktionswert meint jetzt zum Beispiel bei Lebensmitteln, es gibt einen Grenzwert. Und wenn der Grenzwert überschritten ist, ist das Produkt illegal. Und in Zukunft soll es auch Aktionswerte geben, die Werte sind niedriger. Und wenn jetzt ein bestimmter Schadstoff über dem Aktionswert ist, dann ist das Produkt zwar noch legal, die Behörde muss aber die Ursache finden. Und sowas ist einfach extrem beschleunigend bei der Ursachenforschung. Oder auf den HCB-Fall angewendet, da hätte man einfach mindestens ein halbes Jahr vorher von der Behörde massiv ermitteln müssen, wieso ist HCB quasi unterhalb des Grenzwertes schon in der Milch drinnen. Also da ist wirklich sehr viel, was in Wien in die richtige Richtung geht. Ein paar Dinge picken auch in Wien, und da geht uns zu wenig weiter.
Eins der Dinge ist das Transparenzgesetz, also der Umgang mit Informationen der Öffentlichkeit. Da gibt es einen Vorschlag für ein neues Transparenzgesetz, wo sehr viel drinnen steht, was gut ist. Allerdings steht dann drinnen, die auskunftspflichtige Stelle soll 16 Wochen Zeit für die Beantwortung haben. So, jetzt muss die Behörde zwar mehr Informationen geben wie bisher, hat aber 4 Monate Zeit. Na, dann ist sehr viel verjährt. Also auf der Ebene muss noch einiges passieren. Aber generell sozusagen sind wir durchaus zufrieden mit der Entwicklung, die hier in Wien bei Behörden genommen werden. Ja, zum Kärntner Maßnahmenpaket möchte ich jetzt nicht sehr viel sagen. Das ist gestern vorgestellt worden. Das ist mit uns auch mehrfach diskutiert worden. Also wir waren da eingebunden. Das vor allem, dass dieses Behördenablauf-Kontrollpaket für uns passt, dass wenn das umgesetzt wird. Das werden wir sehen, ob die Kärntner Landesregierung das umsetzt. Aber wenn das umsetzt, dann glaube ich, ist das schon ein Musterbeispiel, wie sozusagen hier in Österreich sozusagen in Zukunft eben die Behörden sozusagen arbeiten sollen. Also im Wesentlichen passt das für uns. Ja, dann was für uns nicht passt, ist die Deponie. Die macht uns nach wie vor ganz große Sorgen. Es ist jetzt einmal gut, sozusagen, dass hier Hollock mit Minister Ruprechter eine Einigung erzielt hat oder geredet hat. Solange wir aber nicht wissen, was die Donauchemie ausschreiben wird, was und wie, ist für uns sozusagen hier noch kein Anlass für Optimismus gegeben. Nämlich deswegen, weil wir hier bei der Deponie sozusagen ein paar Varianten auf keinen Fall wollen, die bislang die Donauchemie nicht ausgeschlossen hat. Die eine Variante ist, dass für uns eine Deponierung des Blaukalks vermischt mit anderen Abfällen auf irgendeiner Deponie, egal wo, überhaupt nicht in Frage kommt. Das ist eine Variante, wo man das Problem um 20, 30, 50, wie auch immer, Jahre verschiebt, aber das HCB wird in einer Deponie nicht weniger. Das heißt, irgendwo, irgendwann, woanders wird das HCB-Problem wieder evident. Also das ist für uns keine Lösung. Das Zweite, was für uns auch keine Lösung ist, ist die Einhausung vor Ort und Stelle, die ja als Plan B kolportiert wird. Also wir sehen das nicht als Variante. Und diese beiden Varianten also müssen hier im Ausschreibungsverfahren von der Donauchemie gemeinsam mit der Kommunalkredit oder KPC, wie sie oft benannt wird, hier wirklich ausgeschlossen werden. Die zweite Sorge, die wir haben, ist, dass die Ausschreibung so erfolgt, dass sich niemand bewerben kann, weil die Ausschreibungsbedingungen so formuliert sind, dass sich eben niemand bewerben kann. Also sprich, dass manche Dinge verlangt werden, die jetzt noch nicht erfüllt werden oder die sinnloserweise vorgeschrieben werden könnten. Also ein Beispiel, man könnte hergehen und sagen, wir wollen die beste Lösung. Wir schreiben aus, wir sehen als beste Lösung die thermische Verwertung und wir suchen jetzt jemanden im Umkreis von 50 Kilometern, der eine Rauchgasnachverbrennung, eine Quecksilberabscheidung und 5 andere Dinge hat, die es aber nicht gibt. So, dann wird sich niemand bewerben und dann wird die Donauchemie möglicherweise hergehen und sagen, nein, wir wollten ja die beste Lösung, es hat sich ja niemand beworben, also müssen wir auf die Deponierung gehen, müssen wir Einhausung machen und das ist sozusagen die Sorge, die wir haben. Und darum unsere klare Aufforderung hier an die Donauchemie, sozusagen die Dinge so zu machen, dass ausschließlich eine ökologisch nachhaltige Lösung in Frage kommt und sonst eben nichts. Es kann sein, sozusagen, dass hier nächste Woche, wenn die Ausschreibung bekannt ist, sozusagen auch für uns hier sozusagen Entspannung eintritt. Solange das nicht ist, werden wir nicht versuchen, hier sozusagen entsprechend Einfluss zu nehmen, damit die Ausschreibung so gemacht wird, dass sozusagen die Deponieentsorgung auf Schiene gestellt ist. Ja, so viel einmal fürs Erste. Okay, Herr Lohber, bitte. Glück auf, meine Damen und Herren. Als Ingenieur darf ich jetzt auf die technischen Aspekte des Falls eingehen und ich darf eigentlich mit dem Statement beginnen, dass die Zementwerke als Mitverbrennungsanlagen zunehmend Abfälle oder aufbereitete Abfälle in Form von Ersatzbrennstoffen oder Ersatzrohstoffen einsetzen. Die Substitutionsgrade, die sind ziemlich hoch. Österreich ist da führend und wir haben also zurzeit schon bereits über 75% an Alternativbrennstoffen und etwa 35% Alternativrohstoffe in der Zementindustrie in den 8 Werken in Österreich eingesetzt. Das ist durchaus was Sinnvolles,
weil es passt eigentlich mit der allgemeinen Strategie in der Abfallwirtschaft zusammen, die ja in der EU-Abfallrahmenrichtlinie festgelegt ist. Das heißt, wir haben eine 5-Stufen-Hierarchie, fängt an mit Vermeidung, mit Wiederverwendung, stofflichen Recycling und dann praktisch also Energieverwertung und erst an letzter Stufe haben wir hier die Deponie. Das Problem in der Praxis ist allerdings so, dass also die klassische Zementindustrie bei weitem nicht die Rauchgasminderungstechnologie hat, die in der Abfallverbrennung heute bereits selbstverständlich ist und als Stand der Technik sehr weit entwickelt ist. Das heißt, wenn jetzt der Anteil von aufbereiteten Abfällen weiter zunimmt, dann ist natürlich die Forderung durchaus berechtigt, dass die Zementindustrie nachrüstet oder entsprechende bewährte Rauchgasminderungseinrichtungen, die ja in der Müllverbrennungsanlagen Stand der Technik sind, ebenfalls nachrüstet und entsprechend dann auch nur geringe Mengen mehr emittiert. Vielleicht jetzt ganz konkret auf das Problem im Görtschitztal zurückzukommen. Also man muss also hier das Charakteristikum der Alterablagerung der Deponie in Brückel anschauen. Und das ist aus meiner Sicht die extrem große Heterogenität des Kalkschlamms. Dieser Kalkschlamm oder überhaupt der Abfall dort ist in einen 3-Stufen-Prozess angefallen. Und bei der Synthese von Acetylen fällt der Kalkschlamm im Wesentlichen ziemlich rein an. Er ist erst später durch die nicht getrennte Ablagerung, das Ganze ist ja von Jahrzehnten praktisch bereits erfolgt, kontaminiert worden. Und das führt dazu, dass wir dort zum Teil hochkontaminierten Kalkschlamm haben. Man hat dort Werte bis zu 8% chlorierte Kohlenwasserstoffe gefunden, unter anderem auch das Hexachlorbenzol. Aber es gibt also auch große Mengen an Kalkschlamm, der überhaupt nicht kontaminiert ist. So, jetzt, wie geht man vor? Man kann praktisch also diese Gesamtmenge nicht über einen Kamm scheren, sondern man muss also hier praktisch das Ganze trennen. Und zwar das Konzept aus meiner Sicht ist relativ einfach. Man kann den gar nicht oder wenig kontaminierten Kalkschlamm sehr gut unter bestimmten Maßnahmen in der Zementindustrie weiterverwerten. Macht ja auch Sinn, weil das ist ja auch praktisch ein Rohstoff. Aber man wird also eine bestimmte Menge, sei es jetzt 10% oder vielleicht 20%, von höher kontaminierten Kalkschlamm ausschleusen müssen und die in die existierenden Sondermüllverbrennungsanlagen, zum Beispiel in Simmering in Wien haben wir so eine Anlage, bringen und kann sie dort wirklich problemlos entsorgen. Grundlage für diese Trennung, also man spricht in diesem Fall auch von der sogenannten Triage, ist natürlich eine engnetzige analytische Untersuchung. Das heißt, ich muss also relativ geringe Lotgrößen hernehmen und muss sie praktisch jetzt auf Hexachlorbenzol chemisch analysieren. Das war einer der Probleme, die in der Vergangenheit nicht gemacht worden ist, weil da hat man ja zwar schon Quecksilber, das ist ein weiteres Problem, untersucht, aber nicht Hexachlorbenzol. Das heißt, im Wesentlichen hat man hier eine organoleptische Ansprache gemacht und die, wie man heute weiß, reicht einfach nicht aus. Also es wird hier eine wichtige Sache sein, dass man über die begleitende Analytik, die in Bezug auf die Gesamtkosten praktisch kaum eine Rolle spielen, entsprechend eine saubere Trennung zwischen kontaminiert und nicht kontaminiert darstellt. Aus meiner Sicht, und da stimme ich also praktisch also hundertprozentig mit Greenpeace überein, ist natürlich hier nur eine nachhaltige Lösung für das drängende Problem der Deponie Brückel. Und das ist drängend, wenn Sie nämlich praktisch also die Konzentrationen von Hexachlorbenzol
und von Quecksilber im Boden, in Fichtennadel anschauen, dann ist das im Brückel oder im Raum Brückel deutlich höher als wie im Raum Klein-St. Paul. Und das ist eine nachhaltige Lösung, ist eben praktisch die thermische Verwertung und die thermische Entsorgung. Ja? Aufgrund der beiden Kriterien, hochbelastet oder wenig belastet. Es gibt also heute auch innovative Verfahren, und da kann man eigentlich schon stolz sein, die also auch in Österreich mitentwickelt worden sind. So zum Beispiel gibt es also die Rauchgasnachverbrennung, adaptiert, speziell adaptiert für Zementwerke. In der Abfallverbrennung haben sie ja schon längere Zeit gehabt. Gibt also ein Werk in Waldeck, das diese thermische Rauchgasverbrennung hat und die in der Lage ist, das im Prozess selbst nicht zerstörte oder den im Prozess selbst nicht zerstörten Schadstoff, auch Hexachlorbenzol, unter kontrollierten Bedingungen über 900 Grad entsprechend abzubauen. Und es gibt also auch ein modernes Verfahren, wo man hier Quecksilber aus dem Filterstaub sehr schön abscheiden kann und damit praktisch also dieses Aufschaukeln eines Schadstoffes im Prozess, ist der sogenannte innere und externe Kreislauf, verhindern kann. Auch das ist eine österreichische Firma, die also hier im Rahmen eines Demonstrationsprojektes diese Anlage hat. Also, vielleicht das Fazit. Aus meiner Sicht ist die thermische Verwertung, thermische Entsorgung das geeignete Verfahren, um eine nachhaltige Entsorgung der Ablagerung in Brückel zu gewährleisten. Und es sind heute auch Technologien vorhanden, die man einsetzen kann, eventuell unter Nachrüstung von der Werke, dass also die Emissionen auf einen auf jeden Fall umweltverträglichen Wert gehalten werden können. Damit bin ich eigentlich fertig. Okay, gibt es von Ihrer Seite Fragen? Haben Sie Zweifel daran, wenn man gestern die Pressekonferenz von der Regierung verfolgt hat, hat man den Eindruck gehabt, dass der Landesrat Holub sehr intensiv bemüht ist, eben diese thermische Verwertung zu favorisieren? Also er hat eigentlich wenig Zweifel gelassen. Haben Sie als Greenpeace-Organisation Zweifel daran, dass das nur so eine Alibi-Aktion ist und dass die Ausschreibung nicht ernst vollzogen wird? Ja, grundlegend sozusagen sind wir mit Landesrat Holler, bzw. der Landesregierung sozusagen schon auch quasi der gleichen Meinung, dass grundsätzlich eine thermische Verwertung die beste ist. Ein bisschen unterscheidet sich das sozusagen, ob jetzt sozusagen das Werk in Wittersdorf dabei in Zukunft eine Rolle spielen könnte oder nicht. Weil er nachher schließt das aus. Ich schließe das einmal grundsätzlich einmal nicht aus, wenn die Rahmenbedingungen passen. Sage ich mal grundlegend, warum nicht. Die Zweifel sozusagen, die wir haben, ist, eben, dass die Ausschreibung so formuliert wird, dass sich jetzt sozusagen kein thermischer Verwerter bewerben kann, weil die Kriterien zu streng sind. Oder Variante 2, dass die Ausschreibung sehr breit erfolgt, so dass sich im Prinzip jeder sozusagen bewerben kann, der das Material abnehmen kann, also sowohl Deponien als auch thermische Verwerter. Und wenn sich eine Deponie bewirbt, dann ist davon auszugehen, dass die Kosten für die Deponie niedriger sind. So, jetzt haben wir eine EU-weite Ausschreibung, die unterliegt EU-Recht und somit ist dann die Donaukemie verpflichtet, das Material einer Deponie zu geben. Weil wenn man sozusagen die Deponie in der Ausschreibung ermöglicht und die billiger sind, dann ist das die Variante. Man kann sich ein bisschen mit Kriterien und Bewertungen noch spielen, aber Deponien sind halt so viel billiger als eine Sondermüllverbrennungsanlage in Simmering, dass das sozusagen die Sorge ist, die wir haben. Also entweder, dass sich sozusagen niemand bewirbt, weil zu viel verlangt wird, dass man eben zum Beispiel Zementwerke jetzt in Österreich generell ausschließt, indem man sagt, es können sich nur Werke bewerben, die jetzt schon eine funktionierende, installierende Rauchgasnachverbrennung und Quecksilberabscheidung haben. Das würde zum Beispiel ein Werk in Wopfing oder in Waldeck, ist der gleiche Ort, würde sich sozusagen dann nicht bewerben können, auch wenn Wopfing sagt, wir bauen in den nächsten 6 Monaten eine Quecksilberabscheidung. Dann wären die ausgeschlossen. Das sind aber die Sorgen, die wir haben. Wir kennen keine Details. Wir haben selber letzte Woche bei der Donaukemie nachgefragt, bitte, was ist der Stand der Dinge? Die Donaukemie hat uns versprochen, Mitte August, dass sie bis Ende September eine Grundsatzentscheidung treffen, dass sie uns informieren, wie es weitergeht. Aktiv haben wir null gehört. Auf Nachfrage kam dann, sie sind noch am Arbeiten und sie werden uns informieren, wenn alles fertig ist.
mit freundlichen Grüßen. Also wir wissen einfach nicht, was der wirklich vorhat. Und der Teufel steckt im Detail. Das ist dann leider das Problem. Und jetzt muss man auch sehen, sozusagen, wenn man jetzt vergleicht, sozusagen, den Stand, den wir hatten vor dem Gespräch, Minister Ruprecht und Holub, war das natürlich viel negativer zu bewerten, als das heute der Fall ist. Also, dass Ruprecht jetzt einmal gesagt hat, ja, sozusagen eine nachhaltige Lösung ist auch das, was er will, war das erste Mal, dass der Minister überhaupt zur HCB-Causa etwas gesagt hat. Und unser eigentlicher Plan für heute war es, dass wir hier den Minister Ruprecht in die Pflicht nehmen und ihn auffordern, ähnlich was zu sagen und für eine gute Lösung zu sorgen. Den Job hat, sagen wir mal, Holub gemacht. Und das ist auch gut und darum ist Holub natürlich, sagen wir, optimistisch, weil einfach der Fortschritt da ist. Na, wir müssen auf die Ausschreibung warten und wenn das dann so drinnen steht, dann ist es einmal ein kleiner Meilenstein und dann muss man halt schauen, wer sich tatsächlich sozusagen bewirbt und sich sozusagen drüber tritt. Und es ist halt auch für andere Zementwerke außerhalb von Kärnten nicht ganz einfach, HCB anzugreifen. Das ist die Unbekannte mit dir. Ist das schon ein Fortschritt, wenn man EU-weit ausschreibt oder ist das eine reine formale Kostenfrage, dass man etwas, was so viel kostet, EU-weit ausschreiben muss? Nein, das ist keine Kostenfrage, EU-weit auszuschreiben, das ist eine rein rechtliche Frage. Ja. Weil alle Ausschreibungen EU-weit passieren müssen über einem bestimmten Volumen. Ja, das ist aus formalen Gründen also mal erforderlich, weil einfach, wenn der Finanzrahmen über bestimmte, der gar nicht so hoch ist, übersteigt, muss EU-weit ausgeschrieben ist. Aber natürlich in der Praxis ist das auch ein Vorteil. Ja. Weil wir hätten an sich jetzt einmal kein Problem. Es ist ja, auf alle Fälle muss es ja so sein, Professor Lauber hat gesagt, dass so 10-20% vom Material, eben das stark belastete, jedenfalls in eine Sondermüllverbrennungsanlage muss. Und da sozusagen kann es schon ein Vorteil sein, wenn sich eine süddeutsche Anlage bewirbt und in Deutschland gibt es gleichen Standard wie in Wien-Simmering, dann wird das natürlich die Kosten nach unten bringen. Und ob man jetzt das Material von Brückel nach Wien führt oder von Brückel nach Süddeutschland bringt, ist jetzt für die Umweltbilanz nicht wahnsinnig entscheidend. Wenn kein LKW durch die Gegend duckern, aber davon gehe ich jetzt einmal nicht aus. Herr Kastner, bitte. Herr Lauber, wenn ich Sie richtig verstanden habe, heißt das, dass aus den Zementwerken allmählich Müllverbrennungsanlagen werden. Kann man das so mal festhalten, rein abstrakt gesprochen? Und was würde das für Wietersdorf bedeuten, wenn jetzt dort oben relativ viel Ersatzbrennstoffe angeliefert werden pro Tag an die 300 Lastautos, die das Tal rauf und runter fahren. Was würde das jetzt bedeuten auf weite Sicht? Was wird dort an Emissionen und Immissionen zu messen sein in Zukunft, wenn nur das passiert? Und Zusatzfrage noch dazu, man muss ja dieses Viereck sehen, Pfunder Max, dann Treibach-Althofen, Wietersdorf und Brückel. Also was verträgt diese Region und was ist die täglich vertragbare und die tägliche Dosis, die man dort den Leuten zumuten kann? Das ist die Frage und da muss man etwas komplexer das, glaube ich, sehen und die vier Werke sehen und dann ist die Frage eben, was wird aus Wietersdorf werden? Und dürfen die noch Blaukalk verbrennen, rein politisch gesprochen? Wenn man jetzt sagt, dass also Zementwerke praktisch Müll verbrennen, dann ist das zu extrem ausgedrückt. Das ist zwar rechtlich gesehen nach wie vor Abfall, aber in der Praxis ist das aufbereiteter. Sind das also ausgewählte, aufbereitete Abfälle, die eingesetzt werden, wobei die sogar einer Qualitätskontrolle unterliegen. Und das ist der Unterschied zu den Müllverbrennungsanlagen. Wenn Hausmüll wird gesammelt, geht zur Anlage hin, wird verbrannt. Der wird nicht also überprüft, ob er bestimmte Grenzwerte einhält. Das muss aber praktisch der Ersatzbrennstoff auf jeden Fall tun. Gibt es also die eigene Verordnung, Abfallverbrennungsverordnung, da sind also 8 Schwermetalle angeführt und das wird kontrolliert, dass es gemacht wird. Ich habe also auch vorweg gesagt, das ist durchaus im Sinne einer Abfallentsorgungsstrategie, Verwertungsenergie durchaus sinnvoll, aber es muss kontrolliert werden. Jetzt die zweite Frage ist, wie viel ist dem Görtschitztal zuzumuten? Also ich würde sagen, die Bevölkerung von Görtschitztal ist in den letzten Jahrzehnten sehr stark belastet worden, weil bevor es HCB gegeben hat, gab es ja auch praktisch also Asbest, ja, und es sind dort, man kann das durchaus feststellen, es sind dort Leute gestorben.
Ich selbst bin ja auch Görtschitztaler, ich bin also deswegen auch ein bisschen emotional dorthin bezogen. Ich bin also selbst in Görtschitztal aufgewachsen und die besagt, das muss entsprechend also auch hier in kontrollierten Rahmen erfolgen. Wenn aber die Anlage und gerade die Wittersdorfer Anlage hatte eine sehr moderne, wirklich innovative Quecksilberabscheidungsanlage, wenn die Anlage, Demonstrationsanlage, gut, ich gebe gerne zu, sie muss erst zeigen, sie muss erst beweisen, was sie kann, aber die technischen Daten schauen gut aus. Ja. Also wenn das passt, dann sehe ich nichts Negatives darin, dass man sagt, anstelle von konventionellen Brennstoffen kann man auch in kontrollierten Rahmen aufbereitete, qualitätskontrollierte Abfälle einsetzen. Das wird also überall gemacht. Zusatzfrage, es gibt ja dann diese Feststellung, dass dann vier Belege unterschrieben, einer geht an die Landesregierung, einer wird dem Werk übermittelt und ein Beleg kommt von dort, wo der Müll herkommt. Kann man das überprüfen und wird das überprüft, dass das sehr genau belegt werden muss, was dann jeweils dort oben abgeliefert wird im Werk? Also ich bin kein Jurist, ja, und ich kann also hier über diesen Verwaltungsvorgang wenig so sagen, aber ich stimme Greenpeace absolut zu. Möglichste Transparenz ist erforderlich. Möglichste Transparenz. Und da haben wir in Österreich, ich darf das als langjährig gelernter Österreich sagen, ein Problem mit dem sogenannten Amtsgeheimnis. Wird die gelockert? Ich hoffe. Nicht nur lockern, sondern man kann das ja, ich würde sagen, dorthin bringen, wo es eigentlich hingehört, nämlich ins Museum. Das ist ein Stück unserer Vergangenheit. Bitte, darf ich vielleicht kurz ergänzen? Dann die Frage Unterschied Zementwerk und Müllverbrennungsanlagen. Das eine ist, es ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis und viele Zementwerke geben das auch zu, dass sie mit der Verwertung von Abfall mehr Geld einnehmen als durch den Verkauf von Zement. Weil eine Tonne Zement hat, glaube ich, einen Wert von so 80 bis 100 Euro und wenn die jetzt eine Tonne Abfall kriegen, dann kriegen sie durchaus auch diese Beträge. Das ist schon ein massiver wirtschaftlicher Faktor für Zementwerke in ganz Europa. Trotzdem ist ein großer Unterschied aus meiner Sicht zwischen einer Müllverbrennungsanlage und einem Zementwerk. Nämlich wenn sozusagen die Müllverbrennungsanlage aufhört, Abfall zu verwerten und zu bekommen, dann steht die Anlage still und es gibt eine Nullemission. Wenn das Zementwerk aufhören würde, Abfälle zu verwerten, wird Kohle eingesetzt. Meistens billige polnische Steinkohle vielleicht, oder Braunkohle. Und wenn man jetzt den Emissionsvergleich machen würde, Abfallverbrennung im Zementwerk versus Kohle, dann würde sich die Situation nachher verschlechtern. Das ist ganz eindeutig. Und jetzt könnte man darüber nachdenken, dass man Zementwerk vielleicht noch mit Gas beheizen kann. Ist aber technisch ziemlich schwierig, weil die Abgaszusammensetzung Gas verbrennt ja zu Kohlendioxid und einem großen Teil von Wasserdampf, während Kohle und Abfälle einen niedrigen Wasserdampfanteil haben. Also ganz mit Gas geht das auf keinen Fall, ohne Kohle wäre das nicht betreibbar. Das würden die Wittersdorfer aufhören, jeglichen Abfall einzeln zu stoppen, dann wäre das ganz schlecht fürs Görtschitztal. Was für uns sozusagen wichtig ist, ist, dass die Wittersdorfer ihren Plan umsetzen. Wir hatten gestern wieder einen Termin mit den Wittersdorfer, wo sie uns wieder versichert haben und die Pläne vorgelegt haben, dass sie in diese Rauchgasnachverbrennung investieren. Die Wittersdorfer machen das unabhängig von jeder HCB sozusagen Einsatz. Die machen das jedenfalls, anders geht das nicht. Die können nicht mehr zurück. Und das ist der große Vorteil für Görtschitztal. Wittersdorf wird, wenn das gemacht ist, sozusagen das sauerste Zementwerk Österreich sein. Und die Frage, ob dann wieder HCB-Blaukalk in Wittersdorf verwertet werden könnte oder nicht, ist dann eine völlig sekundäre, weil dann die Voraussetzungen erfüllt sind. Und was für uns klar ist, wenn das wieder gemacht wird, dann darf es zu keiner relevanten Zusatzbelastung kommen. Und wir wissen ja, wie viel, wir wissen ja aus Wopfing, wie viel sozusagen die Rauchgasnachverbrennung für HCB bringt. Wir kennen die Werte von Wopfing, wir kennen die Werte von Wittersdorf ohne Rauchgasnachverbrennung und das sind Welten dazwischen. Also was allein im Normalbetrieb ohne HCB-Blaukalk, HCB kommt beim Zementwerk raus. Auch jetzt, heute und in dieser Stunde, außer sie haben gerade Betriebsstillstand da nicht, aber in jedem, quasi im Normalbetrieb von jedem Zementwerk in Österreich kommt HCB raus. Und zwar viel mehr als eine Sondermüllverbrennungsanlage in Simmering im Normalbetrieb rauskommt und viel, viel mehr als im Wopfing rauskommt. Also wir reden einfach immer von dreistelligen Nanogrammbeträgen und bei der Rauchgasnachverbrennung reden wir vom einstelligen.
Und dann ist es relativ wurscht, ob jetzt der Blaukalk dann von 3 vielleicht auf 4 oder 5 Nanogramm erhöht, wenn wir vorher von 100 auf 4 oder 5 herunterkommen. Sage ich, technisch geht das, aber es muss halt richtig gemacht werden. Die Behörden müssen mitspielen, die Bevölkerung müssen mitspielen und die Unternehmen müssen mitspielen. Und das Zusammenspiel, das muss man aufbauen und das geht nicht von heute auf morgen. Gibt es sonst noch Fragen? Zusätzlich. Sie haben ja zumindest angedeutet, dass es mit Vorsicht zu genießen ist, wenn die Donauchemie davon spricht, dass sie eine Ausschreibung machen werden. Diese Ausschreibung machen sie schon seit einem halben Jahr, einem Jahr. Es ist nichts passiert und jetzt spricht man wieder davon. Die eine Seite. Wietersdorf, wenn ich genau informiert bin, hat eine Nachverbrennung in Planung und testet zurzeit zwei Modelle. Sind Sie dabei auszusuchen? Wie viel Zeit geben Sie Ihnen noch? Und werden wir in einem Jahr wieder hier sitzen und fragen, was ist passiert? Das ist die exakte Frage und da würde ich mir erwarten von Greenpeace, dass Sie präsent sind und dass wir nicht wieder in einem Jahr da sitzen und sagen, es ist wieder nichts passiert. Das wäre so mein Wunsch an Greenpeace. Ja, das eine ist, die Ausschreibung scheint jetzt tatsächlich zu passieren. Also wir haben das gestern uns von mehrfacher Seite sozusagen bestätigen lassen. Es gibt ein bisschen widersprüchlich, ob es am Montag ist oder in 10 Tagen, also am übernächsten Montag, wie in der Zeit, wird das passieren. Die Herausforderung ist, diese Ausschreibung zu bekommen, weil diese Ausschreibungen sind zwar öffentliche Ausschreibungen, aber die Dokumente sind nicht öffentlich. Sondern muss da, wenn man sich bewirbt, muss man glaubhaft machen, dass man ein ernsthaftes Angebot legen will und dann kriegt man normal die Informationen. Das wollen wir hier durchbrechen, also wir wollen die Unterlagen sehen, um es beurteilen zu können. Das ist schon mal der erste Punkt, sozusagen, ist die Donauchemie zu Transparenz bereit und sagt, was sie ausgeschrieben haben. Das ist das eine. Das andere war die Frage, Wietersdorf, wie lange? Die Vorlaufzeiten an Rauchgasnachverbrennung würde ich schon mal von mindestens einem Jahr ansetzen, wahrscheinlich sogar eineinhalb Jahre. Das heißt, eine Inbetriebnahme, würde ich mal sagen, Mitte 2017, haben auch die Wietersdorfer in der Größenordnung gestern gesagt. Die Entscheidung ist gefallen. Was die Emissionen betrifft, natürlich je schneller, umso besser. Gleichzeitig, wenn Husch-Pfusch gemacht wird in Wietersdorf, hilft es den Menschen im Görtelstal auch nichts. Also ich würde sagen, zügig, aber eineinhalb Jahre ist halt ein Zeitraum. Sie haben das Wort Vorverbrennung ins Spiel gebracht bei Wietersdorf. Meine Frage. Die Frage verstehe ich jetzt nicht. Weil es gibt auch eine Vorverbrennung. Vorverbrennung? Ja, da gibt es auch Anlagen, die nennen sich Vorverbrennungsanlagen. Es gibt Vorverbrennungsanlagen und Nachverbrennungsanlagen. Und darüber will man im Prinzip nicht reden, habe ich so den Eindruck. Also der Begriff Vorverbrennungsanlage ist mir nicht geläufig. Wie soll das funktionieren? Es gibt dann die Möglichkeit der Auswaschung. Es gibt die Möglichkeit der Auswaschung vom Blaukalk und, okay. Vorbehandlung und, ja. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, noch eine Vorverbrennung einzubauen. Das heißt, dass der Blaukalk thermisch behandelt wird, um HCB und chlorierte Kohlenwasserstoffe zu zerstören und dann verwertet wird, oder? Dann nochmals durch die Zementrohre. Ja, okay, dann die Verwertung. Und dann ja, okay, gut. Ja. Vorbehandlung, thermische Vorbehandlung. Ja. Ja. Also das Wort Vorverbrennung würde ich da nicht verwenden, weil Blaukalk, das brennt sehr schlecht oder gar nicht. Aber eine thermische Vorbehandlung ist möglich. Es ist nur eine Frage, ob es entsprechend erforderlich ist, wenn man eine entsprechend adaptierte Zementanlage hat. Und noch einmal aus meiner Sicht, der wesentliche Punkt wird sein, dass man diese heterogene Masse, es gibt also ganz wenig oder kaum belasteten Blaukalk und hochbelasteten Kalk, den muss man trennen. Also es wäre ein vollkommen falsches Konzept zu sagen, das ist einfach Blaukalk, ganz egal welche Konzentrationen, und wir behandeln das mit einem Verfahren. Das wird nicht gehen. Oder natürlich, man kann sagen, ich bringe alles in die Sondermüllverbrennungsanlage. Von der Kapazität her würde das durchaus gehen, da brauchen wir gar nicht nach Deutschland oder so fahren. Auch die Simmeringer Anlage könnte das machen, nur das Verfahren wird dann extrem teuer werden. Und es ist eigentlich nicht sinnvoll. Ja? Ich entsorge 140.000 Tonnen, wobei ein guter Teil, 80% oder 90% davon verwertet werden können. Auch volkswirtschaftlich macht das wenig Sinn. Ich meine, wir haben ja die Voraussetzung sozusagen definiert,
das, wenn Zementwerk, also das Material direkt in die wirklich heiße Zone eingebracht wird. Und vielleicht meinen Sie auch das also mit Vorbehandlung, das ist ja unser Ansatz und auch der Wittersdorfer Ansatz, das Material eben bei direkt in die heiße Zone, also bei 1000 Grad einzubringen, damit dort HCB zerstört und was trotzdem nicht zerstört wird, geht sozusagen dann in die Rauchgasnachverbrennung. Also, dass man zwei unabhängige heiße Zonen hat. Das ist in jedem Fall vorgesehen. Also, was für uns nicht geht, ist das Material in die Rohmühle reinschicken, weil hinten eh die Rauchgasnachverbrennung ist. Das geht nicht. Aber die Wittersdorfer wollen das auch nicht. Das ist ganz klar. Mit Wopfing war das noch ein Diskussionspunkt. Ob das reicht oder nicht reicht. Was sagen Sie eigentlich zu diesem Asbestfund? Ist das so dramatisch, wie Global 2000 tut oder so harmlos, wie das Land tut? Ja, ich muss sagen, ich kann das jetzt schwer beantworten. Es ist sozusagen Global 2000 hat das gemacht. Ich gehe davon aus, dass Global 2000 die Dinge wie immer gut recherchiert hat. Wir waren gestern im Görtschitztal unterwegs bei Terminen in der Sonnenalmolkerei und bei den Wittersdorfern. Wir hatten keine Zeit, uns das in Detail anzuschauen. Also im Vergleich zur K20 ist es mit Sicherheit klein. Also es wäre jetzt nicht meine Hauptsorge. Aber es ist wahrscheinlich ein lokales Problem. Herr Lohr, weil Sie ja länger schon oben im Görtschitztal unterwegs sind oder eben aufgewachsen sind, glauben Sie, dass die Anlage in Wittersdorf auf dem neuesten technischen Stand ist? Das ist ja allemal eine Feststellung, sei es, wenn von der EU Unterlagen zu lesen sind, das Werk hat auf dem neuesten technischen Stand zu sein. Ja. Das ist die eine Argumentation. Und die zweite Argumentation ist dann die Gleichbehandlung. Warum wird Arnoldstein anders behandelt als Wittersdorf zum Beispiel? Die zwei Sachen muss man ja, glaube ich, auch auseinanderhalten. Soll für Wittersdorf, sollen dort die gleichen Auflagen gelten wie für Arnoldstein oder gibt es diese Ungleichbehandlung? Das ist jetzt an beide Herren die Frage gestellt. Also vielleicht ganz kurz. Das Werk Wittersdorf, wie wir alle wissen, ist ja praktisch also ein älteres Werk. Ich glaube, Gründung ist ja im vergangenen Jahrhundert irgendwann einmal gewesen, ist natürlich praktisch im Laufe der Zeit dem Stand der Technik angepasst worden. Wenn jetzt diese Nachrüstung erfolgt und soweit ich das auch mitbekommen habe, so dass ja unabhängig von der Entsorgung der restlichen 140.000 Tonnen Blaukalk folgen. Und wenn dieses Werk jetzt auch eine regenerative thermische Oxidation, ich glaube, das ist das Verfahren, das sowohl in nähere Betrachtung gezogen wird, nachgerüstet wird und entsprechend vorne eine Quecksilberabscheidungsanlage hat, dann glaube ich, kann man mit Berechtigung sagen, es ist eigentlich von den gesamten österreichischen 8 Anlagen die modernste Anlage. Ja? Was jetzt die Gleichberechtigung der Behandlung Arnoldstein und Wittersdorf hat, also ich kann relativ wenig dazu zu sagen, weil ich weiß nicht, welche Vorschriften, Auflagen die haben. Also ich selbst war Gutachter in Arnoldstein oben, Umbau der Dörschelöfen für die Behandlung. Aber natürlich kann ich sagen, allein schon aus Gründen der Fairness und Chancengleichheit, ich meine, ich kann nicht Werke, die im Wesentlichen dieselbe Aufgabe haben, unterschiedlich behandeln. Das wäre jetzt meine persönliche Meinung dazu. Aber noch einmal, ich bin Techniker, ich bin also kein Jurist und bin also auch kein Politiker. Ja, unsere Forderungen beziehen sich natürlich auf alle. Klar ist aber auch, dass bestimmte Anlagen in Österreich und anderswo, dass es dort Usus ist, die Dinge so zu tun, wie wir sie vorschlagen oder vorgeben. Also man muss jetzt nicht in Simmering zum Beispiel denen erklären, wie man eine Qualitätssicherung, sozusagen, also eine Eingangskontrolle für Abfälle macht. Das ist dort Usus. In der Zementindustrie ist das Neuland. So gesehen muss man bei Zementindustrien einfach 100-mal näher hinschauen als bei Sondermüllverbrennungsanlagen. Arnoldstein kann ich persönlich jetzt nicht sehr viel sagen. In Wien oder so muss man auch aufpassen, dass nichts schief geht, aber das ist dort Routine. Die Wahrscheinlichkeit, dass dort was schief geht, ist ja nie null, aber nahe null. Wie kompliziert und teuer ist es, laufend HCB oder Dioxine zu messen an den Schornsteinen? Weil vor 25 Jahren, wie die Katastrophe in Simmering war bei der EBS, wo völlig ungefilterter Sondermüll verbrannt wurde, mitten in der Stadt, da war die Technik noch nicht so weit. Also wie weit ist heute die Technik? Was kostet das? Und warum, wenn das gar nicht so viel kostet, warum gibt es das noch nicht? Wie steht Greenpeace da dazu?
Also heutzutage ist das kein Kunststück mehr, sowohl HCP als auch Dioxine in Rauchgas von Anlagen zu messen. Und es gibt eine ganze Reihe von Ingenieursbüro, die akkreditiert sind und die das Ganze sehr gut können. Was man hier auch vielleicht sagen kann, also eine kontinuierliche Messung im Sinne eines zeitlichen Monitoring gibt es nicht, aber man kann in sehr kurzen Zeitabständen also hier stichprobenartige Messungen durchführen, wird ja auch gemacht, also zum Beispiel in den Wiener Müllverbrennungsanlagen haben sie praktisch ständige Kontrolle von Dioxinen in sehr geringen, im Pikogrammbereich. Und die Kosten davon sind auf jeden Fall verträglich. Und die Kosten sind eigentlich ein geringer Anteil von den Gesamtentsorgungskosten. Okay, danke. Wenn es soweit keine Fragen gibt, dann Dankeschön.